Buongiorno, buongiorno, come stai? Oggi nella cucina di Trap House voglio preparare una ricetta molto deliziosa. Si chiama Spicy Rigatoni. Andiamo, andiamo! Zehn Bitches und ich mach sie alle drunk. Zehn Ketten und ich heb sie alle an. Ey, der Boy no plug, I'm cooking. Der Boy no plug, I'm cooking. Zehn Bitches und ich mach sie alle drunk. Yo, check das aus. Laut Draymond Green von den Golden State Warriors gibt es die beste Pasta in den USA in einem Restaurant namens Carbone. Das Carbone ist ein Italian-American Restaurant, das es gibt in Las Vegas und im Greenwich Village in New York. Und es wird häufig frequentiert von großen Stars wie Kanye West und Kim Kardashian, Kendall Jenner. Und auch der Boy Drake ist ein großer Fan von Carbone. Bei seinem 30. Birthday kam das Catering von Carbone. Natürlich mit Spicy Rigatoni und auf seinem Track Do Not Disturb auf der Playlist More Life gibt es auch ein Shoutout oder eine Erwähnung, eine Line mit Carbone, wo Drizzy rappt Last Table Left in Carbone. Drake erweist seinen Respekt an das Restaurant Carbone und wir erweisen den Respekt an den Squad. Notification Gang, check, we lit! Das Rezept für Spicy Rigatoni basiert auf dem klassischen Rezept Penne à la Vodka. Das sind Penne in einer creamy Sauce aus Sahne und Tomaten mit einem Schuss Wodka. Ich habe viel recherchiert und experimentiert für das perfekte Recipe für die Spicy Rigatoni. Und Penne à la Vodka werden ja mit Wodka gemacht, aber sogar der Chef von Carbone, Mario Carbone, sagt, dass das überhaupt nicht nötig ist und kein Wodka verwendet wird im Original Spicy Rigatoni Recipe. Also lassen wir den Wodka auch weg und starten gleich mit der ersten Basiszutat mit einer Base für dieses Recipe und zwar mit einer Soubise. Das ist eine raffinierte Zubereitung der französischen Küche und zwar eine Art Soße aus Zwiebeln und Butter. Ihr wisst ja, der Franzose sagt, Butter kann durch nichts ersetzt werden. Wir fangen an zu gucken, also pass me the apron. Nice assist wie Steph Curry zu Klay Thompson. Swish! Trap House Kitchen Schürzen erhältlich auf www.glowup.store und streamt und koppt doch alle meinen neuen Song Trap House Kitchen jetzt auf allen digitalen Plattformen. Real Trap, vielen Dank, genug gewartet, dass Trap House Kitchen erscheint. Eine Kochshow frei von all dem peinlichen Scheiß, frei vom peinlichen Shit, den keiner peilt und versteht, sondern mit Real Trap Food, das jeder liked auf dem Plate. Jeder weiß, es ist great, Chicken Fried oder Steak. Und wir spülen das Ganze runter mit einer Sprite oder Grape Fanta. Butter und Zwiebel in eine Kasserolle, Wasser hinzufügen und salzen. Deckel drauf. Das Ganze lassen wir jetzt 20 bis 30 Minuten köcheln. Und dieses Soubise wird dann unseren Spicy Rigatoni eine Tiefe und ein sehr leckeres Aroma geben. Hier haben wir Premium San Marzano Tomaten. Leute in Italien sind vielleicht skeptisch, wenn es darum geht, eine Soße aus Sahne und Tomaten zuzubereiten. Sahnesoßen sind vor allem in Norditalien verbreitet, während in Süditalien Tomatensoßen gemacht werden. Aber Penne alla Vodka und Spicy Rigatoni haben bewiesen, dass die Kombination sehr wohl funktionieren kann. So, dann jetzt kommen wir zu unseren San Marzano Tomaten. Wichtig für unser Gericht ist, dass wir eine geschmeidige Soße wollen. Die soll nicht chunky sein, also Step 1. Zuerst lassen wir mal unsere San Marzano Tomaten aus der Dose abtropfen. Dann schnappen wir uns etwa 2 bis 3 von den Tomatoes und choppen die ganz fein. Ich bin jemand, der es ganz genau nimmt und hier wird mit sehr viel Finesse gekocht in der Trap House Kitchen. Drum entferne ich sogar hier diesen Strunk der Tomate. Denn wir wollen nur das Beste in unseren Spicy Rigatoni. Alles soll smooth und geschmeidig sein. Wir wollen keine Chunks. So, die choppen wir ganz fein. Den Rest passieren wir hier noch durch das Sieb. Hier sind unsere zwei Bases für die Spicy Rigatoni Sauce. Hier köchelt die Soubise mit Butter, Zwiebeln, Salz und Wasser. Und das, was wir hier machen, ist keine Marinara Sauce, sondern etwas, was ich am ehesten als Tomatenkompott bezeichnen würde.
Wir haben hier die passierten San Marzano-Tomaten mit zwei oder drei fein gechoppten San Marzano-Tomaten. Eine kleine Prise Zucker. Zucker kann durch nichts ersetzt werden. Und das Ganze, wir keepen es hier sehr simpel, bringe ich zum Kochen für auch etwa 20 bis 30 Minuten. Gegen Ende wird es abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Und ihr seht, hier ist nichts chunky. Es ist schon jetzt ziemlich smooth. Und nach dem Kochen wird es nochmal geschmeidiger sein. Deckel drauf. Pasta-Liebhaber auf der ganzen Welt sind fasziniert vom Spicy Rigatoni oder vom Penne alla Vodka. Das Gericht ist schon mehrmals viral gegangen auf TikTok und auf Instagram. Leute posten das aus dem Carbon oder posten Rezepte, wie man das macht. Weil das Gericht ist einfach super lit. Allein von der Optik her und vom Geschmack sowieso. So sieht unsere Soubise aus nach etwa 20 bis 30 Minuten. Man kann das Ganze auch 40 Minuten köcheln lassen. Echt nice. Währenddessen köchelt auch unser Tomatenkompott vor sich hin. Wow, die San Marzano-Tomaten haben ein ganz tolles Aroma. Wir lassen es noch ein paar Minuten kochen, dann schmeckt mehr ab mit Salz und Pfeffer. Und dann kommen wir zum nächsten Step. Wir schmecken unser Tomatenkompott ab mit mehr Salz und Pfeffer. Guckt, wie smooth unser Tomatenkompott schon ist. Ich habe hier diese tollen Premium Rigatoni. Diese Rigatoni haben eine sehr nice Struktur. Guckt diese Oberfläche. Beste Qualität, beste Rohstoffe und das wird unsere Soße hervorragend aufnehmen. Ganz tolle Pasta. Wir salzen unser Wasser. Der Italiener sagt, das Nudelwasser soll so salzig wie das Meer sein. Und noch eine ganz wichtige Zutat für die Spicy Rigatoni, kalabrische Chili-Paste. Kalabrien ist eine Region in Süditalien. Aus dieser Region kommen ganz hervorragende Chilis, Peperoncini. Die kalabrische Chili-Paste gibt dem Ganzen den Kick, spicy. Die Pasta kommt ins Wasser. Ich stelle mir gerade vor, ich bin ein Koch im Carbon und Drake hat gerade Spicy Rigatoni bestellt und ich muss mich gleich ins Zeug legen und alles tun, um Drake zu befriedigen. Pause. In unsere Pan kommt Olivenöl, Garlic, Chilipaste, rote Chiliflocken. Unsere Soubise. Gleichzeitig immer die Nudeln umrühren. Und unser Tomatenkompott. Sahne. Carbon Spicy Rigatoni hat eine ganz spezielle Farbe, die man am besten mit der Color von Hermes vergleichen kann. Hermes Orange. Und wir vergleichen. Aha, aha. Ja, kommt so langsam hin. Wir adden noch ein bisschen Tomatenkompott. Und immer vergleichen mit Hermes. Wow. Wir vergleichen nochmal. Sieht gut aus. Und ein echter Chefkoch tut immer abschmecken. Wow! Zu wild! In der amerikanischen Küche wird nie an der Soße gespart. Wir sind nicht hier irgendwo, sondern
in den tollsten Restaurants der Welt. Wir sparen hier nicht an der Sauce. Es wird richtig übertrieben. Und ja, diese Rigatoni nehmen ja auch sehr viel Sauce auf. Und zu guter Letzt noch ein kleines Secret von mir. Ich nehme dieses Peperoncino Oil mit kalabrischen Chilis, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Glanz und Flavor zu verleihen. Echt spektakulär. Spicy Rigatoni, wie im Carbone Restaurant im Greenwich Village in New York, in Las Vegas, auch in Hongkong. Und zu guter Letzt Parmigiano Reggiano. Wow. Wir kommen zum Geschmackstest. Spicy Rigatoni. Ich kann es kaum erwarten. Wow. Creamy. Spicy. Delicious. Die Soße ist silky smooth. Wie Samt bedeckt sie unsere Rigatoni. Und was ist die perfekte Begleitung? Heute sippe ich einen Chianti. Ein ganz ausgezeichneter Tropfen, harmoniert perfekt zu diesem Pasta-Gericht. Und kennt ihr das? In feinen italienischen Restaurants in Amerika kommt dann oft so ein spezieller Kellner, ein Pepperboy mit einer großen Pfeffermühle an die Tische der Gäste. Und der Pepperboy fragt, you want the pepper? Und wenn die Leute sagen ja, dann kommt Pfeffer auf die Pasta. Und dann sagt der Pepperboy, you like the pepper. Molto delizioso. Das ist ein Gericht, was einfach jedem schmeckt, weltweit. Wieder mal ein voller Erfolg in der Trap House Kitchen. Das war's von mir, das war's von hier. Swag.